Ich habe mir einen Film angeguckt, der so ganz anders ist als die anderen Filme, die dieses Wochenende beim Kontraste Filmfest laufen. Es ist ein Film der Familie Hofmann. Die Familie Hofmann macht seit 20 Jahren Filme, Eltern und Kinder zusammen, Low-Budget-Produktionen, immer ziemlich witzig. In diesem Film geht es um ein sehr abenteuerliches Märchen. Vier Kinder sitzen im Kinderzimmer und wünschen sich, dass der Vater mit ihm einen Film aufnimmt. Sie brauchen dazu einen Märchenonkel, in diese Rolle schlüpft dann der Papa auch, setzt sich hin und liest die Geschichte vor und die Kinder dürfen sich aussuchen, was darin passieren soll. Und so kommt natürlich eine sehr abstruse Geschichte raus. In dieser Geschichte kommt ein Cowboy-Prinz vor, es kommen Ritter vor, es kommen Monster vor, es kommen Nazis vor, es kommen Raumschiffe vor. Und das Ganze ist nach ungefähr 8 Minuten vorbei, ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit den ganzen anderen Filmen und läuft deswegen wahrscheinlich auch außer Konkurrenz. Ist aber ein sehr, sehr sehenswerter Film, sehr kurzweilig, sehr lustig. Man sieht, wie man mit ganz wenig Geld einen coolen Unterhaltungsfilm machen kann. Läuft beim Filmfest am Samstag in Block 5 um 18 Uhr. Anschauen.